Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat. Ich werfe diesen... Können wir nochmal? Durch den Raum voll Rauch und Stimmen sah ich zu. Ist das live gewesen, das war da? Nein, okay, Entschuldigung. Und dein Blick hielt meinen Fest. Ist möglich, oder? War nicht live. Okay, gut. Okay, also. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allem Nachdruck von mir. Sie ist über etwa 7 Jahre... neben meiner Berufs- und Abgeordneten-Tätigkeit als junger Familienvater in mühevollster Kleinarbeit entstanden. Komm, Welt, lass dich umarmen, welch ein Tag. Denn du bist da und jeder Traum zum Greifen nah. Das Glück hat einen Namen, welch ein Tag. Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert, dass ich mich von meinen politischen Ämtern zurückziehen werde und um eine Entlassung gebeten. Es ist der schmerzlichste Schritt meines Lebens. Ich habe wie jeder andere auch zu meinen Schwächen und Fehlern zu stehen. Zu großen und kleinen im politischen Handeln, bis hin zum Schreiben meiner Doktorarbeit. Manche mögen sich fragen, weshalb ich erst heute zurücktrete. Die enorme Wucht der medialen Betrachtung meiner Person, zu der ich selbst viel beigetragen habe. Ein paar Ziffern hingekritzelt auf ein Stück Papier. Ich verstand die Botschaft, sie führte mich zu dir. Ein schneller Griff zum Telefon, als ich zu Hause war. Ich hörte deine Stimme und schon war alles klar. Schöner Tag, komm Welt, lass dich umarmen, welch ein Tag. Denn du bist da und jeder Traum zum Greifen nah. Das Glück hat einen Namen, welch ein Tag. Ein schöner Tag, wenn er zu Ende geht, ist nichts mehr, wie es war. Ich danke von ganzem Herzen der großen Mehrheit der deutschen Bevölkerung, den vielen Mitgliedern der Union, meinen Parteivorsitzenden und insbesondere den Soldatinnen und Soldaten, die mir bis heute den Rücken stärkten, als Bundesverteidigungsminister nicht zurückzutreten. Und jeder Traum zum Greifen nah, das Glück hat einen Namen, welch ein Tag. Das Glück hat einen Namen, welch ein Tag. Abschließend ein Satz, der für einen Politiker ungewöhnlich klingen mag. Danke besonders der Frau Bundeskanzlerin für alle erfahrene Unterstützung und ihr großes Vertrauen und Verständnis. Denn nochmals, wir wollen nicht vergessen, dass wir im Nahen Osten auch einen großen Partner haben, einen guten Freund Israel, und dessen Sicherheit liegt uns am Herzen. Denn, das wollen wir nochmal sagen, auch Israel ist unser Freund, ist unser Partner. Und hola, ¿cómo estás? Hey, great, is that Mark Jacobs? Look, look, stop the car! Look! Denn nochmals, wir wollen nicht vergessen, dass wir im Nahen Osten auch einen großen Partner haben, einen guten Freund Israel, und dessen Sicherheit liegt uns am Herzen.